meine Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen NNK-Video. Ich habe lange keins gemacht. Grund, weil ich lange nichts gekauft habe. Jetzt dachte ich mir, ich benötige noch irgendwas Neues. War beim Rossmann und habe mir zwei Sachen gekauft. Ich werde euch jetzt beide zeigen. Deswegen wird dieses Video etwas länger als die anderen NNK-Videos. Und zwar habe ich zum einen Teil die Altera Mascara. Das ist die MAC Lash Booster Mascara. Ehrlich gesagt habe ich die länger im Schrank. Und ich habe die irgendwie nie benutzt, weil die Wimpern nicht so schön dick gemacht, wie ich es gern haben möchte. Und deswegen benutze ich die jetzt für was anderes. Mir ist nämlich neulich mein Augenbrauenstift ausgegangen und notgedrungen musste ich dann das hier nehmen. Und ich habe es gemacht und wie ihr hier jetzt schon seht im Vergleich, die ist schon präpariert und die Augenbraue ist nicht präpariert. Und jetzt versuche ich das nämlich hier live vor der Kamera für euch zu machen, damit ihr den Unterschied seht. Wie gesagt, nimmt dieses Bürstchen nicht so viel Farbe auf und dann ist das ziemlich einfach, vorausgesetzt ihr habt Augenbrauen dran. Das ist natürlich immer von Vorteil, wenn man schon Härchen hat, weil die kann man dann auch schön einfärben. Und wie ihr sehen könnt, geht es ziemlich gut. Es geht besser, wenn ich am Spiegel hocke und das vorm Spiegel mache. Natürlich ist es in der Farbe schwarz. Leute, die blond sind, die werden wahrscheinlich mit der Farbe vielleicht zu intensive Augenbrauen bekommen. Diese Mascara färbt nicht so intensiv. Und nee, ich muss es am Spiegel machen, Moment. Nachteil ist hier, wenn man genau hinschaut, hat man dann zwischen den Härchen vielleicht diese Mini-Härchen, die in der Mascara drin sind, die diesen Volumen zaubern. Da muss man dann ein bisschen mit einem trockenen Bürstchen hinterher oder mit so einem Pinsel und das alles ein bisschen wegmachen und vorsichtig eben um die Augenbrauen herum ein bisschen reinigen. Es geht! Also ich finde, es geht und es sieht auch gar nicht so schlimm aus. Also jetzt hier mit dunklen Haaren funktioniert das gut. Das zweite, was ich euch gerne zeigen wollte, ist, ich habe jetzt mein Make-up aufgetragen, bin eigentlich bereit für den Tag, aber ich finde mich noch relativ blass. Das liegt daran, dass es in diesem Jahr fast keine Sonne gab und obwohl es schon Ende Mai ist, ich noch relativ blass bin. Letztes Jahr um die Zeit war ich schon leicht gebräunt. Und deswegen habe ich mir vom Rossmann diese Altera, warte, es heißt Multicolor Bronzer in Golden Glow geholt. Da steckt übrigens Bio Aloe Vera drin. Dann gehe ich schon mit meinem Pinsel so hinein. Zu viel. Das kommt dann genau an die Stellen ran, wo die Sonne mich auch treffen würde, wenn sie denn mal scheinen würde. Sprich Nasenspitze, das ist so die allererste Stelle, die zu viel gepudert, die bräunt. Wangenknochen, so ein bisschen die Stelle Richtung, was ist denn los? Hier hin und eigentlich komplette Wangen. Das Ding ist einfach, wenn ich in der Sonne sitze, werde ich überall von der Sonne angelacht und diesen Effekt will ich ja jetzt haben. Aber Leute, bitte übertreibt es nicht, auch mit dieser Farbe, sonst schaut es aus, als ob ihr in den Farbkasten gefallen seid. Und ganz dezent hier Kinn und ein bisschen nach dem Hals, weil der kriegt ja auch ein bisschen Sonne an. Auch fertig. Zack, zack. Bissel. Nicht viel, bissel. Ich denke mal, so schaut man auf jeden Fall gesünder aus, als wenn man blass aus dem Haus geht, oder? Die Sonne kommt ja wieder ab Donnerstag, habe ich gehört. Lassen wir uns überraschen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video. Bis dann.